Ja, meine lieben Leute, willkommen zurück bei WoW Vanilla. Wir sind in der Lost Rigger Bucht und befinden uns hier noch, obwohl wir eigentlich keine Quest mehr hier haben, aber wir sind auf der Suche nach dem letzten Kartenfragment. Guck gerade mal. Das kann man anscheinend sogar kaufen. Dieses Kartenfragment gibt es in einer Kiste, die hier von den Piraten fallen gelassen wird, in so eine Schließkassette. Die aber komischerweise nicht abgeschlossen ist. Das ist zu weit entfernt. Den haben wir jetzt schon mal. Oh, was haben wir hier? Eisen. Das hole ich mir gleich auch. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Wieso ist der denn Level 45 hier? Okay, 45 ist. Ich hatte gerade irgendwie im Kopf, dass ich kaum höher als 45 bin, aber ich bin ja schon Level 46. 47, schön wär's. Aber ich nehme hier alles mit, was ich kriegen kann. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon darauf, wenn ich dann hier in 6 Leveln gezielten Schuss bekomme. Ja, das sorgt dann nochmal ein bisschen Abwechslung. Verbeulte Schließkiste. Da braucht man allerdings einen Schlüssel für. Kann ich noch nicht wirken. Was lädt immer noch auf? Übrigens bei den Minen hier ist es ja wirklich nicht so wie im Retail, dass die für eine bestimmte Anzahl an wie sage ich, Lootungen? Also in der Retail-Version kann man ja eine Mine eine bestimmte Anzahl oft plündern. Bevor sie dann despawnt. Das ist bei Kräutern so, bei Minen so. Das heißt, wenn jetzt zwei Leute eine neu gespawnte Mine sehen, dann sind auch beide Leute in der Lage, diese Mine zu plündern. Ja, ohne dass sie sich vorher irgendwie duellieren müssen. Das war ja bei weitem nicht immer so. Es gab ja auch mal eine Zeit, da war eine Mine da, ist sie geplündert worden, ist sie despawned. Und zwar für alle anderen Spieler auch. Ja, ich erinnere mich da noch sehr gut dran, wegen WOTLK. Denn zu WOTLK-Zeiten habe ich immer im Schulaserbecken Titanerz gefarmt. Und dort ist es dann regelmäßig, also immer wieder, immer im Kreis geflogen. Und dort ist es dann regelmäßig dazu gekommen, dass zwei Spieler, im besten Fall Horde und Allianz, ich war halt Allianz und dann noch ein Hordenspieler, gleichzeitig eine Titanader gefunden haben im Schlosserbecken und dann ging es halt los, ne? Das Geprügel um die Mine und es war halt immer ärgerlich, wenn man dann irgendwie aufs Maul bekommen hat. Ich meine, das Problem gab es halt nicht in PvE-Gebieten, wobei auch da ist das Problem da, weil wie gesagt, ist ja egal, ob das jetzt jemand von einer anderen Fraktion macht oder einer von deiner eigenen Fraktion. Wird die Mine geplündert, ist sie weg. Dann ist sie für dich auch despawned. Ich brauche ein Ziel. Ich sehe aus der Distanz eine Truhe. Und ein Menschkrieger.
gucken. Ob der sich mit mir anlegen möchte. Der hat auch mit Sicherheit die Truhe gesehen. Oder auch nicht. Only need healer. Schade. Okay. Macht mir die Kiste nicht streitig. Ich kann mir... Dazu hätte ich nicht Nein gesagt, zu einer Zul'Farrak-Gruppe. Ich weiß gerade gar nicht. Der droppt nicht mal so mega gute Sachen für mich. Um genau zu sein, ist es wirklich... Ist es wirklich eher, ja, sagen wir mal so, ignorierbar. Außer für die Quest vielleicht, also für den Erfahrungspunkte dann. Ansonsten... Ich da jetzt nicht den Mega-Vorteil. Item-technisch warten da jetzt keine Schätze auf mich. Ist heute irgendein... Nee, nur Wednesday. Kann doch nicht so schwer sein, hier die letzte dämliche Kiste zu finden. Kann ich noch nicht wirken? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Übrigens einer der Hauptpunkte, die Abschreckung irgendwie bringen, also dass dich andere Spieler nicht angreifen von der gegnerischen Fraktion, ist Item hier in nicht Item Level, sondern ein ganz normales Level. Ja, mich wird ein 42er Krieger höchstwahrscheinlich nicht angreifen, auch wenn er die theoretisch die Möglichkeit hätte, mich zu besiegen. Das ist jetzt ein kleines Problem. Jetzt habe ich nämlich schon zwei. Aber da kann ich auch nichts, ne? Dann bleibe ich hier. Dann, werden wir hier noch ein paar Patronen. Patronen verschwenden. Vielleicht haben die noch irgendeinen schnicken World Random Drop, der hier theoretisch droppen kann. Kann ich noch nicht wirken.
Diese Ausbildungspunkte, die mein Pet hat, ne, die sind halt einfach sowas von lächerlich. Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt nochmal irgendwie eine neue Fähigkeiten hier von meinem Pet erlernen soll oder neue Stats. Kommt mir fast unmöglich vor. Aber EP-technisch kommen wir hier gut voran. Also 10 Stück und 4000 Erfahrungspunkte. Über 4000. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. 4700. Das lädt immer noch auf. Nur mal ein bisschen Angst. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Eigentlich müsste ich vor jedem Kampf, den ich beginne, immer eine Eisfalle stellen. Ja, da ist übrigens der Krieger von vorhin. Der ziemlich sicher die Zweihandwaffe trägt aus dem Kloster. Vom Herold. Wo ist mein Krokodil? Ach, da hinten. ETF. Wieso ist er denn da hingegangen? Okay. Essen für meinen Kroko. Mondbeerensaft für mich. Ich bleib mal hier draußen. Ja. Das Kartenfragment fehlt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ding auch in so einer Kiste spawnt. Oder droppt. Muss ja eher droppen sagen. Das lädt immer noch auf. Also ich würde wohl noch einen weiteren Part hier verbringen. Wenn dann nix ist, dann würde ich hier abhauen. Sagen, gut. Oder vielleicht, dann würde ich eher mal gucken, ob ich vielleicht doch die Karte irgendwo looten muss. Hier in der Hütte oder so. Dass es da irgendwo rumliegt, aber... Aber tatsächlich... Jetzt, wo wir gerade nochmal darüber geredet hatten, hier mit dem Dungeon Sulfarak, es ist... Ich hatte es ja schon mehrmals angesprochen, ich würde gerne mal wieder in Dungeon gehen, aber es ist halt einfach echt nicht leicht, im Levelbereich Dungeons zu finden. Also wenn überhaupt, hat man vielleicht mal eine Möglichkeit, auf Level 60 irgendwelche Dungeons zu finden. Aber bis dahin... Schwierig. Kurz gucken.
Doch, es sind ein paar in Sulfarak. Nee, doch, hier, doch. Die sind in Sulguruk. 5 Stück. Und 4 in Sulfarak. Blackrock. Blackrock Spitzentiefen. Okay, hier gibt es tatsächlich mal Leute, die auch zocken. Aber es ist halt schwierig, Gruppen zu finden. Es ist nicht so, dass du irgendwie, hier, looking for group, looking for member. Ist ja auch eine Überlegung. Naja, ich mache jetzt erstmal einen Cut. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Dann geht's hier weiter mit WoW Vanilla. Bis dahin. Ciao.